Bereithalten 10-10. Untersuchen Sie gemeldete Ruhestörung am ESA Plaza. 10-4 Zentrale. Adresse bestätigen. ESA Plaza. Wiederhole. ESA Plaza. Auf dem Dach fallen Schüsse. Ein Überfall auf das ESA Plaza. Wiederhole. Ein Überfall. Unterstützung an! Unterstützung! Sofort! Officer in Gefahr! Officer in Gefahr! 10-5, bitte wiederholen Sie! 10-5! Alle Einheiten, Notfall, Officer in Gefahr, ESA Plaza! Wiederhole, ESA Plaza an alle Einheiten! Sie waren alle tot. Der letzte Pistolenschuss verhallt. Wie ein Ausrufezeichen für alles, was zu diesem Punkt geführt hatte. Ich nahm den Finger vom Abzug. Dann war alles vorbei. Damit das Ganze einen Sinn ergibt, muss ich 3 Jahre zurückgehen. Bis zu der Nacht, in der das Leiden begann. Damals war ich noch bei der Truppe. NYPD, Manhattan, Stadtmitte Nord, Hell's Kitchen. Wann wirst du endlich für mich arbeiten, Detective Bay? Damit ich für dich verdeckt in so einem Rattennest den Hals riskiere? Tut mir leid, Alex. Michelle und das Baby gehen vor. Siehst du? Meine letzte Zigarette. Ist nicht gut für das Baby. So kenne ich dich, Max. Ein wahrer Pfadfinder. Bis dann, Alex. Aber Poker am Donnerstagabend steht noch, oder? Darauf kannst du dich verlassen. Das Leben meinte es gut. Ein sonniger Sommertag neigte sich seinem Ende zu. Der Geruch von frisch gemähtem Gras, der Lärm spielender Kinder. Ich hatte ein Haus in New Jersey, eine schöne Frau und eine kleine Tochter. Ein wahr gewordener amerikanischer Traum. Schatz, ich bin zu Hause. Aber Träume haben die miese Angewohnheit, schlecht auszugehen. Die Sonne gab gerade ihr großes Finale. Die Dämmerung roch bedeutungsschwer über den Makellos. Michelle, Baby, keiner zu Hause? Der Beginn der Show wollte mir nicht recht gefallen, aber ich saß auf dem besten Platz des Hauses. Erste Reihe Mitte. Was zum Teufel? Hören Sie, jemand ist in mein Haus reingebrochen. Rufen Sie die Polizei. Spreche ich mit Mr. Payne? Ja, jemand ist in mein Haus reingebrochen. Sie sind noch hier, Sie müssen unbedingt... Schön. Leider kann ich Ihnen nicht helfen. Wer sind Sie? Hallo? Bitte, Michelle. Oh, Baby. Das war vor 3 Jahren. Alles zerstört. In einem einzigen Augenblick. Die Killer-Junkies waren high auf einer bis dahin unbekannten Designer-Droge. Valkyrie. Wie? Nach der Beerdigung sagte ich Alex, dass ich zur DEA wechseln würde. Wir brauchten 3 lange Jahre, um im Fall Valkyrie etwas Licht zu sehen. Dann endlich, vor 2 Monaten, gab uns ein Wucherer den Tipp, dass Jack Lupino, ein Bandenboss der Pulcinello-Familie, ins Drogengeschäft eingestiegen war. Ich nahm eine andere Identität an und stich mich in die schlimmste Mafia-Familie in New York ein. Die
Ich kam aus der kalten Dunkelheit. Draußen lag die Stadt, ein grausames Monster. Langsam bahnte ich mir den Weg zu den ganz großen Fischen und versuchte, zur Quelle der Droge vorzustoßen. Alex und BB bei der DEA waren die einzigen in dieser abgefuckten Stadt, die wussten, dass ich existierte. Hier BB, dringende Neuigkeiten, die Jack Lupino betreffen. Du musst dich sofort mit Alex treffen. Roscoe Street Station. Seit meinem Untertauchen hatte ich Alex nicht mehr gegenüber. Das Quecksilber fiel ins Bodenlose. Es war kälter als im Herzen des Teufels. Stecknadeln aus Eis regneten wie tödliche Pfeile vom Himmel. Jedermann suchte Schutz, so als sollte es kein Morgen geben. Auch als ich die Subway erreichte, war keine Besserung in Sicht. Das Gefühl traf mich wie ein Schuss aus nächster Nähe, mitten ins Gesicht. Irgendetwas stimmte hier überhaupt nicht. Ich spürte die Beretta unter meinem Mantel, aber die Türen des Zuges hatten sich bereits hinter mir geschlossen. Es gab kein Zurück. Nächster Halt, Roscoe Street Station und Alex. Die Stimmung im Bahnhof war gedämpft. Alex war ein Geist, nirgends zu sehen. Ich musste nach ihm suchen. Roscoe Street atmete den Hauch des Todes. Ich musste Alex schnell finden. Die Pillen würden die Schmerzen lindern. Sollte sich Jake nicht um das hier kümmern? Er und Mickey haben etwas... Hey! Hey, Jungs! Jungs! Hey! Mach keine... Stehen bleiben! Stehen bleiben! Die Schalttafel knackte verächtlich. Ich brauchte den richtigen Code. Du wolltest es so. Mach dich lock, verdammt! Auf der Suche nach Alex war ich mitten in eine groß angelegte kriminelle Operation geraten. Ein Überfall auf die Roscoe Bay. Da
Das Tor war verschlossen. Ich musste einen anderen Weg in den Tunnel finden. Sag auf. Sie haben mich gerettet. Was ist denn hier los? Ein Massaker. Diese Killer tauchten aus dem Nichts auf. Wir brauchen Hilfe. Vom Kontrollraum im nächsten Stock kann ich anrufen. Können Sie mich hinbringen? Sicher. Klingt gut. Folgen Sie mir. Die Luft ist rein. Hier entlang. Hey, du! Der Zug leuchtete wie ein Weihnachtsbaum. Der Strom war wieder da. Wirklich unauffällig. Was zum... Die verrostete Tür führte mich in einen verlassenen Teil des Bahnhofs, seit den 40ern geschlossen. In der Roscoe Street wurde ein Riesending gedreht. Vielleicht hatte mich Alex deshalb hier treffen wollen, vielleicht auch nicht. So oder so, ich würde es bald herausfinden.